Ja, moin in Cuxhaven. Wir sind heile in Cuxhaven angekommen. Gestern war ein echt interessanter Turn. Es hat super angefangen und hat dann echt schwer nachgelassen. Aber fangen wir mal vorne an. Wir sind in Wangerooge losgefahren, sind dann aus dem Yachthafen raus, direkt nach Osten abgebogen in die Telegrafenbalje, sind dann durch das, hatten ein bisschen Probleme, die Pricken zu finden, haben die dann aber irgendwann gefunden, die ersten, und sind dann auch schon in das Wattfahrwasser gefahren. Da kam uns dann irgendwann ein Tonnenleger entgegen, der dann da neue Pricken aufgestellt hat. Da mussten wir dann natürlich auf die nicht geprickte Seite ausweichen. Das war ziemlich spannend, weil man natürlich nicht weiß, wie breit das Fahrwasser da ist. So, hat aber alles super geklappt und war dann auch eine super schöne Fahrt durchs Watt. Ja, wir sind jetzt echte Wattsegler. Das war eine tolle Erfahrung. Ja, da sind wir dann auch relativ schnell wieder raus gewesen, nach einer Dreiviertelstunde. Da sind wir dann in die blaue Balje eingebogen. Das ist dann das Seegatt, was dann östlich von Wangerooge ist. Sind da dann den Tonnen gefolgt. Da war dann auch ordentlich Seegang schon. Wir hatten ja 2-3 Tage relativ starken Wind. Ja, da ist es ziemlich flach, also da hat sich sehr aufgeschaukelt. Da sind wir dann ein bisschen gegen angeottert. Das war so ungefähr bei Hochwasser. Ja, dann sind wir schließlich, als wir da an den Flachs vorbei waren, nach Norden abgedreht und haben dann auch die Segel gesetzt bei der Tonne 15 bzw. Tonne Blaue bei Lier 1, das ist eine grüne Tonne. Da haben wir dann das Gerefte groß rausgezogen und dann später natürlich auch noch die Fock. Ja, dann sind wir mit, was war das? Nordwestwind hatten wir und wir sind nach Ost-Nordost gefahren, hatten also ja, relativen Amwindkurs. Es war ziemlich schunkelig wegen der Dünung. Und entsprechend ist uns beiden noch ein bisschen kabbelig geworden. Ja, ansonsten war es aber ein ziemlich geiler Turn. Also wir haben zwischendurch mal die 6 Knoten nur unter Segeln gerissen durchs Wasser. Das war schon ziemlich cool. Wir hatten dann so ein bisschen ablaufendes Wasser. Ja, sind dann sehr gut vorangekommen, war halt nur sehr schunkelig. Und dann haben wir noch mehrere Fahrwasser gekreuzt, Alte Weser, Neue Weser, und da war auch ziemlich viel russische Fahrt. Dank AIS war das aber kein Problem. Also man konnte den Closest Point of Approach, CPA, sich immer auf dem AIS angucken und konnte dann sehen, wann die den Kurs kreuzen, wie nahe die einem kommen, und da ist nichts gewesen, irgendwie unter 200 Meter. Und ein ziemlich großer hat dann auch deutlich den Kurs geändert, um hinter uns durchgehen zu können. Also das war sehr nett von ihm. Ja, das war eine ziemlich schöne Erfahrung. Ja. Dann ging es weiter, dann sind wir schließlich oben in die Elbe, ins Elbfahrwasser eingebogen, bei Tonne 1. Joa, und da gingen die Probleme dann so richtig los. Da hatten wir dann ablaufendes Wasser aus der Elbe, also Strom ging an, und das war deutlich mehr als auf den Strömungskarten stand. Da stand sowas von am Rand des Fahrwassers von 0,5 Knoten Strom, im Fahrwasser 1,5 Knoten Strom, und wir hatten bis zu 3 Knoten Strom gegen an. Also das war ziemlich heftig. Wir mussten dann auch das Vorsegel bergen, weil wir die Wellen von hinten hatten. Der Strom ging an, die Wellen waren also sehr steil. Ja, und dann ist das Schiff so gerollt, dass dann teilweise auch der Baum fast übergekommen ist. Das heißt, Vorsegel weg, weil es nur noch geschlagen hat. Und einen Bullenstander gesetzt, um das Großsegel zu sichern, obwohl wir halben Wind hatten. Also normalerweise macht man das nur, wenn man Wind von Achtern hat, also direkt von hinten. War also eine reine Katastrophe, und damit im Gegenstrom. Dann hat man natürlich zu wenig Segelfläche, um vernünftig voranzukommen. Und dann haben wir noch einen Motor angeworfen und dann sind wir hier dann die Elbe reingeottert, und das Ganze hat dann 2 Stunden länger gedauert als geplant. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir so gegen 10 Uhr hin Cuxhaven ankommen, und wir waren dann, ich glaube, 11:55, kurz vor Mitternacht haben wir dann hier festgemacht. Ja, das Anlegemanöver war dann auch noch eine reine Katastrophe. Ich bin fast vom Schiff gefallen, also ne, ich war schon mit einem Bein auf dem Steg drüben, dann ist das Schiff wieder abgetrieben, und Nina ist dann noch mit der Rettungsweste, mit dem Notauslöser an der Reling hängen geblieben, hat sich die Rettungsweste ausgelöst. Das müssen wir dann auch erstmal beim nächsten Yachtausrüster dann fixen lassen, das Teil. Ja, also es war eine ziemliche Katastrophe. Nur noch eben Liegegeld bezahlt, Aufkleber vorne an die Reling gemacht, dass wir bezahlt haben, Strom gelegt, alle Geräte wieder geladen, Batterien geladen und ab in die Koje. Ich habe mir dann noch ein Bierchen aufgemacht im Salon, um wieder runterzukommen. Und das war's dann mit dem gestrigen Tag. Also es ist ein ziemlicher Höllentrip geworden am Ende. Wir waren super müde, super genervt, dass wir hier angekommen sind. Aber wir haben 41 Seemeilen gerissen unter widrigen Bedingungen, und wir sind heil angekommen, und das ist die Hauptsache. So, gleich geht es dann weiter Richtung Nord-Ostsee-Kanal, und da wird Nina euch da ein bisschen was zu erzählen. Thank you.
clever wäre, glaube ich, das erst hinten loszumachen. Kannst du mal neu starten gleich? Nee. Nee. Man muss ja nicht immer zeigen, wie man es eigentlich macht. Man kann ja auch mal zeigen, wie wir es machen. Binden wir mal das Reff los. Zieh mal da hinten raus. So, ich soll hier irgendwas rausziehen. Ja, die Reffleine. So, ah. Genau. Einfach hier dran ziehen. Mal gucken, dass das lose genug ist. Ja. Jetzt hängt's. Ich steig mal auf die andere Seite. Müssen wir dann wieder ein bisschen nachziehen. Sag, wenn reicht. Reicht. Und jetzt kommt der Reffhaken raus. Ne? Zack, ausgehakt, fertig. Müssen wir noch die Reffleine ein bisschen strammer nehmen wieder, ne? Oder? Ja, das können wir erst machen, wenn das Segel oben ist, weil ich nicht weiß, wie lang die sein muss. Weil das hängt jetzt hier alles so. Ja, ja. So normal. Wir binden das jetzt erstmal zusammen. Dann ist gut. Ja, moin moin. Wir haben heute den 26.05. Wir sind gestern Abend um 10 vor 12 in Cuxhaven angekommen. Mal so geschmeidige 2 Stunden später als geplant, als gehofft. Wegen dieser Gegenströmung hier in der Elbe. Und dann sind wir erstmal tot ins Bett gefallen. Haben heute ausgeschlafen. Zum Frühstück gab es erstmal einen Kaffee mit belgischen Meeresfrüchten. Weil wir keinen Bock hatten, irgendwas zu machen. Und dann sind wir gerade eben, hier ist um die Ecke, am Fähranleger ist eine Fischbrötchenbude. Die hatten wir letztes Mal, wie wir hier fahren, schon ausgelotet. Da haben wir uns gerade erstmal einen Backfisch, ein Brötchen gegönnt, um uns ein bisschen zu stärken, weil gestern ist das Essen ein bisschen zu kurz gekommen, wo wir so lange unterwegs waren. Naja, und jetzt ist der Plan. Wir machen gleich das Deck sauber. Hier ist eine dicke Salzkruste drauf. Aus den Scheiben kann ich überhaupt nichts mehr sehen, weil die so verschmiert sind. Dann fahren wir tanken. Das ist hier direkt am Hafen. Kann ich von hier aus sogar sehen. Eine Dieseltankstelle mit Selbstbedienung, mit biofreiem Diesel. Super. Ja, und dann geht's los Richtung Nordostseekanal. Da hoffen wir dann, dass wir relativ zeitig schleusen können. An Kilometer 20 und an Kilometer 40 sind Möglichkeiten, wo wir die Nacht verbringen können. Wir hoffen, dass wir bis Kilometer 40 kommen. Das ist an der Schleuse zur Eider. Dann kann man wenigstens noch einen kleinen Spaziergang machen und sich die Eider nochmal angucken, weil das war ja der ursprüngliche Plan, dass wir da lang fahren. Das ist jetzt aufgrund Corona leider ins Wasser gefallen. Aber dann kann man wenigstens mal einen Blick drauf werfen. Ja, das ist so der Plan für heute. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, und dann mehr wahrscheinlich von unterwegs. Viel wird wahrscheinlich im Nordostseekanal nicht passieren, soll relativ langweilig sein. Das Spannendste ist das Schleusen. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Bis später.
wir haben gerade ein mega Glück gehabt. Wir sind gerade hier in Brunsbüttel im Wartebereich für Sportboote an der Schleuse angekommen. Da springt das Signal auf, Sportboote dürfen einfahren. Wir sind jetzt als letztes Schiff hier gerade in die Schleuse gezottelt und mussten im Prinzip keine 20 Sekunden warten auf unsere eigene Schleusung. Das ist natürlich toll, ne? Ja, jetzt werden wir hier gerade in den Nordostseekanal geschleust und dann geht's weiter. Und wir sind schön früh dran. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich in die Zufahrt zu Gieselau Schleuse heute Abend legen und da dann schön campen. Heute wieder erste richtige Tag Urlaub an, also total geil.
die Sonne scheint, wir haben blauen Himmel, das Wetter ist schön, es läuft alles mal nach Plan, erstaunlicherweise, also mal nichts, wo man jetzt total einen Strich durch die Rechnung gemacht kriegt. Sogar das Tanken hat heute super funktioniert an dieser Selbstbedienungstankstelle in Cuxhaven. Also wir haben auch weniger tanken können als gedacht, also unser Verbrauch war niedriger als erwartet. Was auch immer sehr gut ist, also sie rechnen auch immer sehr großzügig, damit wir nicht irgendwann auf dem Trocknen sitzen. Aber alles gut. Ja, und jetzt tuckern wir hier noch 30 Kilometer den Nordostseekanal runter bis zum Giselau-Kanal, bis zur Giselau-Schleuse und dann machen wir uns fertig für die Nacht. Bis dahin! Nicht schön hier. Hallo, wir sind heute oder gerade eben an der Giselau-Schleuse angekommen. Wir haben ein paar nette Schweden kennengelernt auf ihrem Schiff, die Dexter, die uns erstmal beim Anlegen geholfen haben und dann haben wir mit denen ein bisschen gequatscht. Wir haben uns ein paar Tipps für unseren Sommerurlaub in Schweden gegeben. Total gut. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir noch einen kleinen Spaziergang und gucken mal, ob wir die Eider finden, weil die ist ja direkt hinter der Schleuse und hier ist es total idyllisch. Die Vögel singen und zwitschern und es ist grün und es ist ruhig. Dieser Seitenarm zu dieser Giselau-Schleuse vom Kanal ist so ruhig und ganz schmal und da kräuselt sich das Wasser überhaupt nicht. Es ist ganz glattes Wasser inmitten von Bäumen und das ist so schön und so idyllisch und herrlich ruhig. Wir sind total geflasht. Das ist der beste Tipp, um irgendwie die Nacht zu verbringen, den wir kennen. Also super, wenn ihr durch den Nordostseekanal fahrt, dann haltet auf jeden Fall vor der Giselau-Schleuse nachts. Es ist so schön ruhig und idyllisch und naturverbunden und geil. Also super. Wir genießen noch ein bisschen und wie es weitergeht, erzählen wir euch dann. So, guten Morgen. Wir sind jetzt auf Kilometer 90 im Nordostseekanal, das heißt noch 8 Kilometer. Dann sind wir hier durch. Dann müssen wir noch unser Transfergeld bezahlen und nur noch schleusen und dann sind wir auf der Ostsee.